Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel. Wir sind mit Pit gerade im Landeanflug auf Köbeln. Er war der erste Köbel, der in Richtung Sonnenorbit gegangen ist und aller Voraussicht nach auch tatsächlich lebend zurückkehren wird. Also gut, vor ihm hat es auch noch keiner probiert, das muss man auch sagen. Da hinten ist der Kerbin Spaceport und wir sind auf den letzten Metern unseres langen, langen Weg zurück. Wir haben 6 saftige Experimente mit dabei, die uns in die Lage versetzen sollten, dass wir tatsächlich jetzt unsere Forschung entsprechend erweitern können. Und ich bin guter Dinge, dass jetzt nichts mehr Schlimmes passiert. Eigentlich. Der Fallschirm ist auch schon scharf. Pit ist hoch motiviert. Jawohl, alles klar, winkt auch noch. Also scheint alles nicht so schlimm zu sein. Die G-Belastung hält sich auch in Grenzen. Also wir haben hier einen schönen, sanften Absteigewinkel. Und vor allen Dingen, nur für den Fall, dass jemand von euch die letzte Folge geskippt hat, was ich natürlich nicht hoffe, wir haben das Chaos noch schön mit Daten befüllen können, weil Pit hat auf dem Rückweg noch genug Sprit gehabt, dass wir wirklich beim Chaos anhalten konnten. Also sind da jetzt auch ordentlich Daten drin und ich gehe davon aus, dass unsere Science-Produktion da oben uns jetzt auch noch deutlich unterstützen wird. Da haben wir noch so, ich glaube, 50, 60 Tage Essen, irgendwie so den Dreh. Dann müssen wir wahrscheinlich, können wir mal gucken. Ah, 24 Tage, okay. Also wir müssen wahrscheinlich bald mal drüber nachdenken, eine Nachschubmission zu fliegen zum Chaos, dass wir da zumindest mal ein bisschen Essen raufbekommen. Oder wir schicken eine neue Crew hoch. So, der Fallschirm ist draußen. Sehr schön. Sieht insgesamt also gut aus. Und wenn der offen ist und die Full Deploy erreicht hat. Jawohl. Dann können wir uns, glaube ich, die letzten paar Meter auch im Zeitraffer geben, dass wir da schnell runterkommen und mal ganz gespannt sein können, was wir alles so bekommen dafür. Herzlichen Glückwunsch, Pit. Willkommen zu Hause. Und was hat's denn dafür gegeben? Jawohl. Ah, das ist doch ordentlich. Also wir haben 100,8 Science-Punkte tatsächlich verdient. Wir haben nochmal fast 20 dafür zurückbekommen, dass wir das Gefährt wieder recovern konnten. Und Pit Kerman hat Level 2 erreicht. Auch sehr schön. Gratulation zur Beförderung. Und wir haben einige Milestones auch noch geknackt. Das hat auch nochmal ein bisschen Bonus gegeben und vor allen Dingen auch Prestige. Sehr schön. Also Flyby of the Sun, okay, sind wir zurückgekehrt im weitesten Sinne. Also ja, so ein richtiger Flyby war es meiner Meinung nach nicht, aber ist okay. Orbit of the Sun hatten wir auch und wir haben natürlich auch Forschungsdaten mitgebracht. Alles klar. Guti, dann haben wir ja jetzt richtig was zum Freischalten und können uns jetzt die High Power Electronics tatsächlich holen. Was uns dann schon mal in die Lage versetzt, Probes zu bauen, die ein bisschen was reißen können. Die Teile schalten wir uns dann einfach einzeln frei, so wie wir sie brauchen, bevor wir jetzt hier irgendwie was Großes anfangen und uns alles auf einen Schlag kaufen, unabhängig davon, ob wir es gerade brauchen, weil das sind 100.000 Funds bei 600.000 auf dem Konto. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. So, dann schauen wir mal rein, was es sonst noch so mit unserer neuen Reputation zu holen gibt. Sehr, sehr viele Rettungsmissionen. Wäre natürlich auch noch eine Überlegung. Aber ich würde sagen, wir basteln uns jetzt erstmal einen entsprechenden Satelliten. So, und hier war dann mal der Cut, denn ich hatte den Abstieg von Pit natürlich noch in der letzten Woche mit aufgenommen. Und ich habe es nochmal überdacht, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die ganzen Rescue-Aufträge schon mal annehmen fürs nächste Mal, weil wir müssen eh die Crew auf dem Lab neu versorgen, / austauschen und dann können wir das vielleicht mit einem größeren Raumschiff machen und nebenbei noch die ganzen Kerbals retten. Denn wir wollen ja noch ein paar Crewmember, die auf der Liste stehen, dazu bekommen. So, und jetzt, ihr hattet es auch schon angemerkt teilweise, und das werde ich jetzt auch machen, nämlich das Thema
Kommunikationssatelliten. Die bisherigen sind im Moment gelinde gesagt eine Katastrophe und jetzt haben wir ja Strom und alles, um das ordentlich zu machen. Also machen wir es auch ordentlich. Das Ganze wird dann unser zweiter Anlauf für die Comsats. Also nennen wir es mal Comsats 2.0. Und das Ganze sollte dann mal ein wenig professioneller werden. Also auf jeden Fall ordentliche Stromversorgung unten drunter, damit wir da genug Puffer haben. Ich würde sagen, wir nehmen mal 5 von den großen Batterien, dann haben wir 5000 Stromeinheiten und dann kommt noch ein kleiner Fuel Tank drunter, weil RCS habe ich noch nicht vernünftig, also noch nicht die runden Tanks. Dann können wir damit gegebenenfalls Korrekturen fliegen. So. Dann Funk. Wir nehmen den Kommunutron 32. Der hat dann 5 Millionen Meter Reichweite, also bis auf 5000 Kilometer Höhe. Davon nehmen wir 2 Stück mit. Damit können wir auch etwas größere Orbits ansteuern und damit hoffentlich eine bessere Funkabdeckung hinbekommen. Und wir wollen auf jeden Fall auch die Langstrecke bedienen können. Dafür haben wir jetzt das große Reflektron mit 60 Gigameter. Damit sollten wir auf jeden Fall auch interplanetare Bereiche abdecken können, dass wir da mal Sonden hinschicken können. Und dann brauchen wir Strom. Stromzufuhr genau genommen. Und zwar hätte ich gesagt, wir machen uns 2 von den kleinen Paneelen hier ran, die für den Normalbetrieb theoretisch ausreichen sollten. Und dann machen wir uns noch von den großen Panels. Die haben wir jetzt auch. Och, 2 Stück. So. Sehr schön. Dann könnten wir noch. Wo ist denn das mit drin? Utilities, Science, Science. Ein Kerbal Engineer mit dran, dass wir auf jeden Fall die Flugbahnen besser bestimmen können. Zwecks Inklination und so weiter, dass wir das ein bisschen sauberer bekommen. So, Antennen. Gut, jetzt machen wir mal Action Groups diesmal, würde ich sagen. Also, auf das Gear legen wir die Dinger da und die Dinger da. So, dann haben wir schon mal die Stromsachen auf Gear und fürs Licht nehmen wir, naja gut, die können wir auch per Hand ausfahren, ne? Ja. Das kriegen wir auch per Hand hin. Weil ich will nicht beide raushauen, dann haben wir so viel Stromverbrauch. So, jetzt lass mich mal überlegen. Wir haben Strom, wir haben ein bisschen Antrieb, wir haben genug Solarzellen, wir haben Funk. Das müsste eigentlich für unsere Belange ausreichen als Comsat. Guti, dann kommt das Thema Adapter. Adapter, Adapter, Adapter. Wir brauchen ein Stack Decoupler und dann brauchen wir ein Fairing. Ja, wir haben nur das Kleine bisher, oder? Ja. Ja, dann ist es wohl das Kleine. So. Gucken. Ich hoffe, dass das von der Breite her passt. Jawohl. So, dann fangen wir schon mal an, das ein bisschen zu verjüngen. Ja. Und zu damit. So, dann haben wir eine relativ kompakte Payload obendrauf. Sehr schön. Gut, dann kommt als nächstes ein Adapterstück auf den Rocco Max hoch. Ja, und dann machen wir ein bisschen Sprit dran. 1, 2, 3, sollte reichen. Jetzt bei, ja gut, wir brauchen noch einen Antrieb, bevor da irgendwas kommt. Ja, gut, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also bei knapp 5300 Delta V, dann kommen da noch 2 Booster ran und dann ist gut. Dann sollte das taugen eigentlich. Booster. 6300 reicht locker. So, Hütchenruf. Und ein bisschen Steuerfläche. Was haben wir denn an Steuerfläche? Tailfins geben uns 0,61, 0,65. Ich glaube, wir probieren mal die hier aus. Gucken, wie die funktionieren. So. Zack.
dann haben wir hoffentlich genug Kontrolle, weil das Ding wird recht kopflastig sein, nehme ich mal an. Und apropos kopflastig, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Antenne für den Aufstieg, bevor wir das Fairing raushauen. Und dann kommt zu guter Letzt noch eine kleine Starthilfe ran, dass wir stabil stehen, und dann soll es das gewesen sein. So, 42.000, 6.000 Delta V, das sollte locker reichen, um uns in den Orbit zu bringen. TVR ist 1,23 für den Anfang, auch das sollte ausreichen, um zu starten. Gut, dann brauchen wir das, das. Dann kommt die Absprengung, dann kommt die Absprengung, das sieht gut aus. Dann einmal die Gears betätigen, dass wir Strom bekommen, und dann müsste das gewesen sein. Okay, dann starten wir, würde ich sagen, mal den ersten Comset, und ich hoffe mal inständig, dass wir gerade eine gute Satellitenabdeckung haben für den ersten Aufstieg. Ah, guck mal, das sieht gut aus. Also im Moment ist es gut, und dann würde ich sagen, gehen wir auf eine etwas größere Bahn und versuchen den mal halbwegs geosynchron hier zu stationieren. Das heißt auf so 2863 Kilometer Höhe müsste das sein. Okay. Ach, jetzt stehen wir aber doof, ne? Das muss nämlich drehen irgendwie für die Boosterabtrennung. Aber auch das kriegen wir hin. Okay, dann Start und gleich erstmal Drehung einleiten. Damit wir nachher bei der Boosterabtrennung nicht irgendwelche bösen Überraschungen erleben. Huch. Oh, die hat ganz schön gut Kontrolle mit dem. Uiuiui. Vorsichtig, vorsichtig, nicht zu viel. Oh Gott, wackelt die. Wackelt die hier. So. Und halten. Sehr schön. So. Und die ist irgendwie unruhig, die Rakete. Sehr ruhig. Was ist denn da los? Fast ein bisschen viel Kontrolle. Okay, irgendwie zusammen mit dem SRS. Ist die ziemlich... Ah, nein, nicht flippen. Nein, nein, komm hoch. Hoch mit der Nase. Was ist denn jetzt los? Okay, die Nase geht runter. Ah. Komm schon. Mit. Und jetzt dreh dich. Andere Richtung, Mann. Andere Richtung. Komm schon hoch. Komm. Komm. Falsche Richtung. Komm nach oben. Oh feier. Oh feier. Irgendwie hat die ein bisschen sehr viel Kontrolle bekommen. Komm, jetzt wirbel ich hoch. X. X, X, X. Noch ist es nicht komplett verloren. Steigen, steigen. Nicht mehr fallen. Sie gleich gefangen. Ich hoffe mal, dass ich sie halbwegs halten kann. Das war nicht so gut. War das gar nicht gut. Komm, gleich steigen wir wieder. Wir haben noch 4200 Delta V. Es ist noch nicht alles verloren. Aber leicht wird das, glaube ich, nicht vom Aufstieg her. So, jetzt sieh zu. Höhe gewinnen. Auf geht's. Auf geht's. Ekelhaft zu fliegen. Ganz ekelhaft zu fliegen. Also die neuen Steuerflächen waren nicht die schlauste Idee. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten von der Kontrolle her. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir das noch ausgeglichen bekommen. Von der Geschwindigkeit her. Und es drückt ihn schon wieder hoch. Also. Ein Krampf. Vorsichtig gesagt. Ein Krampf, diese Rakete. Ganz schlimm zu steuern. Ganz, ganz schlimm zu steuern. So. Komm schon. Halt dich. Ja, okay. Okay. Jetzt ist sie mal halbwegs stabil. Lass mal die Finger von der Steuerung. Gucken, ob sie das... Es drückt sie nach unten. Also irgendwie... die Steuerflächen sind blöd. Steuerflächen sind blöd. Okay, ich lasse sie jetzt abstürzen. Hilft nichts. Hilft alles nichts. Also die Steuerflächen waren eine schlechte Wahl insgesamt.
Da müssen wir noch mal kurz nachbessern. Wenn wir gleich ins Wasser geknallt sind, wir knallen auch ins Wasser. Ja. Ja, alles gut. Also, einmal kurz aufsetzen mit dem Ding. So. Tschüss. Oh, guck. Ein versunkener Kommsatt. Gut. Also, das müssen wir noch mal korrigieren. Das war nicht so gut. Also, die Dinger kommen weg und dann können wir das Ding gleich mal in die richtige Richtung drehen. So rum wollen wir nämlich starten. Und wir nehmen die guten alten, hat immer funktioniert, Steuerflächen. Und ich hoffe mal, dass die jetzt auch dann wieder für das funktionieren, was wir eigentlich machen wollen. Weil die anderen haben echt fies übersteuert. Das war zu viel. So, neuer Anlauf, neuer Start. Solange die Satelliten noch in einer guten Position sind. Ab geht's. So, leicht in Richtung. Sehr schön. Und ich hoffe, dass das jetzt mal funktioniert. Vielleicht haben wir aber auch aerodynamische Probleme. Ich meine, nee, das ist nicht das Overlay, das ist das Overlay. Nicht, dass uns vorne unsere Payload irgendwie in die Quere kommt. Das war wohl wirklich die Steuerflächen. Da habe ich auf ein zu neues Trickpferd gesetzt. Das war es nicht so. Ich glaube, das war einfach zu viel, dass die kleinen Korrektursteuerungen, die der SRS macht, uns einfach aus dem Lot gehoben haben. So, wir sind schon bei einer Abrapsishöhe von ziemlich viel. Das heißt, ich sollte jetzt langsam mal eine Wende machen. Aber wir wollen ja eh ordentlich Höhe gewinnen. Von daher ist das nicht ganz falsch. Okay, nächste Stage ist das Fairing und ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass wir das jetzt machen können. Jawohl. Und dann können wir mal einen Kommutron aktivieren, bevor wir außer Reichweite kommen. So, und jetzt schön flacher Winkel. Schön flacher Winkel. Jawohl, so sieht das doch schon viel besser aus. Okay, ich nehme mal ein bisschen Schub raus. So, wir sind im Weltall, das heißt, wir sollten unsere, hallo, Stromquellen anzapfen können. So, sehr gut. Das sieht doch schon viel besser aus. Guti, und jetzt drücken wir den mal, solange wir es noch können, in einen ordentlichen Orbit hoch. So, wir wollen ja einiges an Höhe erreichen, also genau genommen 2863 Kilometer, aber wir sollten auf jeden Fall jetzt, weil wir noch kein stehendes Kommunikationsnetz haben, dafür sorgen, dass wir jetzt, solange wir noch in Kontakt sind mit dem Kerbin Spaceport, einen Orbit hinbekommen, der uns auf jeden Fall über die 70 Kilometer bringt, damit wir drüben nicht wieder reinplatschen. Weil wir plötzlich den Kontakt verlieren oder irgend sowas Ekliges. Und da können wir hier schon ein bisschen vorarbeiten. So. Sehr schön, sehr schön. Das läuft doch. Okay, könnte alles schlimmer sein. Auch wenn es erstmal einen zweiten Anlauf gebraucht hat. Aber das wird, glaube ich, was. Dass wir hier noch die Periapsis hochbekommen. Oh, sieht gut aus. Okay, Periapsis ist über 70. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt die Frage, bringen wir ihn gleich schon mal, ja, wir bringen ihn jetzt schon mal auf die richtige Höhe.
zurück. Schön wieder in Richtung ProGuide. So. Und ab dafür. Ich hätte auch gesagt, die kleinen Kommunikationssatelliten lassen wir auch so. Die verteile ich dann ein bisschen besser auf unterschiedliche Bahnen noch, dass wir so ein bisschen Relay dazwischen haben. Jetzt muss ein bisschen aufpassen. 2863. Wir bringen uns mal zumindest in die Nähe. So. Die Feinheiten machen wir nachher. Wie viel Sprit haben wir noch? Bisschen was. Bisschen was ist noch drin. Ist gut. Strom ist auch okay. Sehr schön. Damit sollten wir... Wann sind wir denn hier? In einer Stunde. Okay, damit sollten wir... Kirben dreht sich noch mit, aber wahrscheinlich nicht so schnell. Ich guck mal, ob wir noch Funkkontakt haben, wenn wir da oben ankommen. Nee. Oder? Oder? Jawohl, wir haben wieder Funkkontakt. Sehr cool. Das ist ja richtig gut. Dann haben wir nämlich direkt den ersten Satelliten in Position, um ihn geosynchron zu machen. So, jetzt muss ich ihn nur in Richtung... in Richtung ProGrade gedreht bekommen. Gott sei Dank haben wir keine RCS-Düsen mit dabei, weil das wäre völlig übertrieben. Also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das SAS rausgenommen, ganz winzigen Furz Schub gegeben und mich gedreht und den Schub dann wieder ausgeschaltet. Und damit sollten wir eigentlich uns ganz gemütlich drehen können. Sehr, sehr gut. Also wir haben auch hier eine Verbindung, aber das Problem ist, dass er nicht mit uns sprechen kann, weil er schlicht und ergreifend zu wenig Reichweite hat. Vielleicht können wir die noch in einen Orbit nachher bringen, wo das ein bisschen besser funktioniert. Wir werden sehen. So, jetzt sind wir gleich auf dem ProGrade und auch da drüben. Jawohl, das sieht gut aus. So. Und SAS an. Gut, jetzt drücken wir den hoch. Lalalalalala. So, wir kommen der Sache näher. So, 2854 zu noch zu wenig. So, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen den Antrieb limitieren, sonst wird das zu viel Fiddelarbeit. 10% reichen uns wahrscheinlich. Gut. Bisschen noch. So, 2863,23, so ein bisschen. Noch einen kleinen. 3 bis 4, okay. So, und Periapsis ist bei 2850. SAS aus. So, und ich würde sagen, jetzt können wir uns eigentlich von dem Kram hier verabschieden. Meiner Meinung nach, denn wir sind grob angekommen, wo wir hin wollten. Und damit können wir dann mit dem kleinen Satelliten arbeiten. So, Schub ist aus. Antrieb an. Und dann würde ich sagen, time warpen wir nochmal hier rüber. Ich hoffe mal, dass wir noch diese finale kleine Korrektur hinbekommen, ohne Kontakt zu verlieren. Wir sind hart am Limit, aber das könnte hinhauen noch. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt müsste auch das Drehen ein bisschen besser funktionieren. Ja. Sehr gut. Auch ohne irgendwelche wilden Tricks kriegen wir jetzt eine gute Drehung rein. Und wir haben auch gut Stromversorgung. Sehr schön. So, Apoapsis in 30 Sekunden. Jetzt brennen wir mal direkt auf der Apoapsis. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
soll den noch einen ganz kleinen Ticken nach oben bringen. Das ist gut. So, unsere Inklination ist auch relativ okay. Die können wir halt bei Gelegenheit noch ein bisschen korrigieren, aber wir sind jetzt bei 2873. Na gut. So, wir sind jetzt ein bisschen langsamer als Körben. Also wir sind ein bisschen über dem Geostationären. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Und lasst mich doch bitte mal wissen, ob wir in der nächsten Folge... Also, wir können jetzt 2-3 Folgen damit verbringen, dass ich hier das Satellitennetzwerk baue. Oder ich kann das natürlich auch mal im Hintergrund schnell machen. Und wir machen dann weiter mit den Körbelrettungen. Lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das so seht. Und ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg, ein vernünftiges Satellitennetzwerk zu bekommen von der Abdeckung her. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Hardcore Körbel. Mein Name ist Robert und tschüss!